Hier so schnell. Nein, sie haben die den auch aus der Tasche genommen. Beziehungsweise das Geld aus der Brieftasche. Da, ich hab's ihnen gegeben. Sie können ihnen zurückgeben. Ja, als Beweis, dass ich das Geld... Aber... Nee, ich wollte dich auch nicht beklauen. Im Prinzip, das war eigentlich ein Diebstahl, ein vollendeter. Und dafür werden sie jetzt eine kleine Strafe bekommen. Ja, ich hoffe, die ist nicht so groß, ne? Ich hab nur 10 Dollar. Ja, sie müssen... Sie müssen mich verstehen. Sie können nicht einfach was klauen und dann wieder einfach zurückgeben. Ja, das ist doch nicht klauen. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Klauen wäre, wenn ich abgehauen wäre. Halbe Stunde. Bin ich aber nicht. Geld war doch in seiner Geldbörse. Und wieso nehmen Sie das dann raus? Ist doch gar nicht. Ich hab Geldbörse in mir gerade. Das ist ja schön und gut, aber Sie hätten dem Herrn das gleich wiedergeben sollen. Ja, ich hab den gerade gesucht, ich hab gerade geschaut, ob der hier ist. Ich hab den nicht gefunden, Ja, das ist schön und gut, aber es geht leider ums Prinzip. Ich muss Ihnen leider ein Ticket ausstellen, das hat mir mein Vorgesetzter gerade so mitgeteilt. Welcher Vorgesetzter? Ich sehe hier keinen. Der sitzt im Hauptquartier. Und der weiß, was geschehen ist? Der weiß, was geschehen ist, oder was? Oder wie? Ja, wir teilen dem alles mit und er hat auch hier Kameras. Oha, das ist Datenschutz. Ich möchte nicht gefilmt werden. Der Marktplatz ist ein videoüberwachter Bereich. Wo steht denn das? Das muss irgendwo angegeben sein. Sonst ist das Datenschutz. Das ist ja ein öffentlicher Platz und den darf man überwachen. Nee, darf man ihn nicht. Ohne Angaben können Sie das nicht. Doch schon, der Platz gehört ja dem Staat. Ja, der Staat sollte aber irgendwo hier Schilder aufstellen, dass hier Kameras sind. Ja, das wird ja noch gemacht alles. Korrupter Staat, oder? Ja, dann müsste ich eine Strafzettel geben. Eigene Regeln. Gehört ja alles dem Staat. Deswegen muss ich Ihnen jetzt leider ein Ticket aufstellen. Ja, ich Ihnen auch. Beachten Ihre eigenen Regeln nicht. Denken Sie, ich bin reich? Immer noch denken Sie, ich bin reich? Wenn Sie noch einmal abnehmen, muss ich Sie leider mitnehmen. Ja, und dann Sie alles weiter den Polizei abprozessieren. Nö. Gehen Sie mal bitte weg von mir. Ich drücke jetzt eine Weile nicht auf bezahlen. Ja, dann werde ich jetzt... jetzt. Wollen Sie mich verarschen? Schon seit zwei Minuten bezahlt. Ja. Wollten mich für sich haben, ne? Diebstahl möchte ich nicht mehr sehen, selbst wenn Sie es finden. Ja, nächstes Mal beklaue ich die extra. Ja, das damit, können Sie gerne damit, machen, aber dann wird es die Gefühle ausmachen. Damit das recht stimmt, ne? Was Sie mir vorgeworfen haben. Können Sie gerne machen, aber dann werden Sie vielleicht ins Gefängnis kommen. Ja, dann geben Sie mal, Ihr Geld schön, ne? Beklau sie öffentlich. Ich gebe Ihnen jetzt kein Geld, ich gebe den Herrn hier jetzt sein Geld wieder. Nee, tun Sie ihm nicht. Ich fange es auf. Fall back. Und Diebstahl möchte ich nicht mehr sehen. Ja, dann machen Sie die Augen zu. Ja. Das stimmt. Da muss ich ihm recht geben, das stimmt. Ha! Mann. So. Was machen wir jetzt? Nochmal schnell fahren? Vor allem, der hat mich gar nicht verhaftet, weil ich zu schnell gefahren bin. Cool, jetzt habe ich den Waffen. Ich tue jetzt extra mal falsch parken, Alter. Obwohl, da ist ein Müller. Ja, was machen wir denn jetzt? Nimmst du einen riesen Helikopter? Läuft. Er war geblitzt! Du Scheißegal! Kommt er außerhalb der Safe Zone, dann können wir den umbringen. Kommt er da? Ist er denn? Ja. Den nicht.
Lol ist aufgedreht oder wo ist er hin? Lol, ne? Aha. Hey, der ist ja gar nicht mehr. Sieht man das eigentlich, wenn ich mir jetzt... Oh, oh! Stopp! Halten! Halt! Stopp! Anhalten! Stopp! Das ist eine Überfall! Anhalten! Okay. So. Nein, was machst du? Wieso? Ich wollte ihn einsperren. Anhalten! Darf ich mitfahren? Kannst du ja gern. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Ein Problem? Ja, haben Sie ein Problem? Haben Sie ein Problem also? Da komm, steck jetzt rein, ich lasse nehmen jetzt eine mit. Mein Gott, nehmen den Pferd. Da haben sie wieder so viel Geld. Na komm, steig doch rein. Ich hab nicht so viel Geld. Komm, mitfahren, bitte steig rein. Nein, lass mich mir. Molla. Jetzt hat er gelitten. Komm her, du Hund. Weißt du, was geil ist? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Die Bullen sind da hinten und wir fahren in die andere Richtung. Ganz einfach. Was wollte der eigentlich von mir? Ich check jetzt gar nichts. Ja los, kannst den du schon mal deine Rolle... Den dich jetzt vergewaltigen. Jetzt hast du gelitten. Jetzt hast du gelitten. Die Erdbeeren tun dich jetzt voll mit Erdbeeren beschmeißen und dann dich vergewaltigen. Kannst du schon mal sagen, dieses Handy so, ist dein Handy so, dein Handy haben wir jetzt auch mal abgenommen, damit du den anderen rufst. Und falls doch, ist das Regelbruch. Lol, ich hab'n Leck. Teil. Teil. So, nochmal. So, nochmal. Dein Handy wurde nochmal abgenommen. Ich war gerade dabei, den Polizei anzuschreiben. Verdammt. Ja, Pechjagd. Wenn du jemanden anrufst oder wenn die Polizei kommen sollte, dann wird es Regelbruch, ne? Das weißt du. Schreiben bringt nicht. Ey, tut mal Maulstumpfen hier. Wie heißt das? Ja, ich tu dir noch Maulstumpfen, damit du nicht schreien kannst. Knebel. Nee, nicht Kniebel, Maulstopfen einfach so, irgendwas, keine Ahnung. Ich hab Kabelbinde, ne? Da oben ist eine Kirche, da gehen wir einfach rein. So. Oh, wieso leckt das so behindert? So, Sie haben jetzt ein Stück Socken von mir in Ihrem Mund. Also, Mund halten. Mund halten. Lecker. Es schmeckt meine Socke, die ist 3 Tage alt. Ach, sie können ja gar nicht reden. Tut mir leid. So, Ich hoffe, sie rennen nicht weg. Ich hoffe, sie rennen nicht weg, weil wenn sie wegrennen sollten, erschießen wir sie sofort. Also lieber kooperieren. Halt deine Fresse. Warte, ich steig als Fahrer. Tut dir mal einmal aussteigen oder werden erschossen. Haut den mal nieder. Steuerung V, Babylon. Oh Scheiß. Ja, danke. Ich hab keine Karte. Ich bin aus der Übung irgendwie. So, halt den mal hin. Ich guck mal, wie man den knebeln kann. Steuerung. Du hast auch nicht mal Kabel geändert. Doch. So. Sie kommen mal mit. Nein, ihr werdet alle vernichtet. So, lass die Tür rein. Warte eine an der Tür. So, Sie können eh niemanden kontaktieren, wenn jedoch jemand kommen sollte, dann wissen wir wieso. Und es gibt dann Konsequenzen. Auf jeden Fall, ich lasse sie jetzt frei. Wenn sie wegrennen sollten, werden sie erschossen. Wenn sie kooperieren, dann passiert ihnen nichts. Und ja. Ich hab ihnen den Socken noch nicht aus. Sie ziehen sich erstmal dann aus, ne, wenn ich sie freigelassen habe. Ich verspreche immer brav zu sein. Warte, ich kann den hier nicht freilassen. Am besten machen wir das in der Kirche. Mir tun die Beine schon weh. Ja, vom Tragen. Lassen Sie mich doch bitte hin. Ja, vom Tragen oder was? Nee, wir machen das einfach hier jetzt. Scheiße. Ja, klar, meine Füße schleifen immer so auf dem Boden rum. Das tut dann weh. So, jetzt einmal bitte ausziehen, bitte. Alles auf den Boden legen. Gesamt. Kleidung. Wir dürfen die Unterhose und T-Shirt unbehalten. 3, 4,
Jetzt aber schnell. Dann müssen Sie mich mal bitte losbinden, weil sonst... Ja, hab ich schon. Jetzt machen Sie los. Die sind frei. Wenn Sie wegrennen sollten, schieße ich auf Sie. Ja, hopp, wird's jetzt noch? So, nimm du die Klamotten. Dieses Ding da auch auf dem Kopf da. $10. So, mein Geld nehme ich wieder zurück. Weiß nicht, den Rucksack können wir nicht aufnehmen. Warte, ich kann den Inhalt aber sehen. Werkzeugkasten, 4 Stück. Oh, so gut. Tu das in dem Fahrzeug. Babylon, schaust du, ob jemand kommt? Ja klar, ich stehe hier am Berg. Gut. Am besten lassen wir den hier dann frei, ne? Wie gesagt, ich habe ihnen immer noch die Socke im Maul gestopft. Ich weiß gar nicht, wie sie reden können. Haben sie sich da ein Loch reingebohrt?